sind wirklich Hundespuren. Aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht wehrlos sein. Du verfolgst jetzt einen Hund? Ich folge dieser Spur. So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald. Ein Ast ist abgebrochen. Ob da jemand zu schwer für ihn war? Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ah, was ist diese Jagd für ein Spaß? Oh, ich sehe da hinten was. Ups. Gar keiner? Und hip. Und hip. Und hip. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Süß. Sieht so aus. Heda, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich lebe mein Leben. Und was jetzt? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Yep. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Klar. Du spielst doch hauptberuflich mit dem Feuer. Wie kannst du dich vor einem winzigen Köter fürchten? Er war ein Monster. Ein Satan! Das sagst du. Und zwar als Feigling ohne Eier, mein Lieber. Oh, ich muss doch bitten. Ich bin kein Feigling. Ich bin nur vorsichtig. Was würde aus einem Feuerschlucker, der nicht vorsichtig ist? Er könnte sich den Mund verbrennen. Erraten. Das wäre geklärt. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Das könnte meine einzige Chance sein. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Oh... Man würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. So lange habe ich nicht. Komm, ich sag es auch nicht weiter. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken.
Du bist nicht mein Bruder. So wagst du mit mir zu spielen? Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überleg es dir gut. Rehkitze? Was für ein Affront. Er unterdrückt die Künste. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles? Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen Sie Ihre Hunde auf mich los, dann stehlen Sie mir mein Glied, jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's, ich gehe. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was! Und dann vergisst du alles, was du im Wald gesehen, gehört und gesagt hast. Würde ein Schlag auf den Kopf vielleicht helfen, damit der verlogene Feigling wieder weiß, wo sein Platz ist? Schon gut. Geh zurück zur Hochzeit und führ deine Tricks vor. Deine Charlatanerie. Gut, ich tue, was du sagst. Kommst du oder nicht? Ich komme, ich komme! Dann zurück zur Hochzeit. Vielleicht finde ich dort interessantere Vergnügungen. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig. Wie kommt der auf Bär? Versteck dich, blinder Narr. Rette mich! Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Oh no, aber der Essen. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Hau mal rein. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucke gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Oh, sicher. Schönen Damen schlage ich nie etwas ab. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein. Gibt's hier unten? Hallo. Was macht ihr da? Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht.
kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Gar nicht mehr so viel. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie... Geschafft. Schon ewig kein Gewinn mehr gespielt. Wie funktioniert das? Oh, das glaube ich okay. Oh, danke schön, sehr freundlich. Oh, cool. Ich brauche noch ein paar Karten. Na, ist okay. Ich brauche meine Karten. Was? Ich muss gewinnen? Okay, ich versuch's. Gib mir Mühe. Ich hab das. Und nach der Hochzeit mache ich aus. Weil schon voll spät. Viele böse Karten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe.
Nein. Hä, so lange streame ich nicht. Was für eine gemeine Karte. Ich war voll asozial. Voll gemein! Menno! Guck mal, ich kann das auch. Also wenn er nicht meine ganzen Karten da hinten weggehauen hätte, ne? Voll gemein. Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszubinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Er muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Ein schönes Geld. Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit. Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Die Eselsohren stehen dir toll. Was für ein Spaß, dieses Quint. Weiter zum nächsten Verfehlen. Hauptzeremonie. Komm, ich hab's nicht. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh, Schan. Ich komme allein. Entschuldigung. Entschuldigung. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Also schön. Ohne Nachfrage kein Angebot. Aber es wäre eine großartige Rede gewesen. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Du bist Brautjungfer, Schan. Tu deine Pflicht. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht. Und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar.
Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beischlag soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie spitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, willst uns kaum poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden darauf, dass wir ein Paar sind und dass wir ein Paar. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Tja. Bin ich wohl heiratet? Geralt oder Vladimir? Das nicht weh. Jeff. Ah. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgierts Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Danke. Interessante Hochzeit. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind. Ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha, wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Schau, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Evereck, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhör! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl! Ah! Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Was ist hier passiert? Der ist ja gemein.
Du hättest ihn nicht leiden lassen müssen. Natürlich hätte ich das nicht müssen. Aber ich konnte. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Evereck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Ja, ciao. Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Für die Liste. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß.